So, wir unterbrechen mal eben die Postfolgen. Ich dachte mir mal eben krass einen auf Championat machen. So. Ab. Schön hier mal das Jorvik-Championat machen. Ich habe ja leider gestern nämlich verpasst, das neue Silverglade-Championat zu machen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Hätte ich gerne mitgemacht, aber ich war leider nicht da, um es mitzumachen, aufgrund der Arbeit. Das ist halt nun mal so, wenn man einer beruflichen Tätigkeit nachgeht, bei der man nicht genau sagen kann, wann man nach Hause kommt. Ja, und es läuft ja nicht weg, dann machen wir es halt beim nächsten Mal. Jetzt steht auf jeden Fall vor uns das Jorvik-Championat. Mal gucken. Ja, in 8 Minuten oder was. Jetzt hätte ich gleich gesagt noch mal ein paar Postfolgen gemacht, aber das schaffen wir jetzt hier nicht in der Nähe. Ist, glaube ich, kein Briefkasten, oder? Genau, in 8 Minuten. Da könnte ich schon noch mal vielleicht was aufnehmen oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal schauen. Ansonsten, was können wir denn hier noch machen? Ja, hi. Na, was geht ab? Hallo. Na, ihr. Ich muss dann bloß aus der Gruppe raus. Das kann ich jetzt noch in 8 Minuten machen. Ich hatte doch noch so einen Brief angefangen. Da müsste ich eigentlich nochmal... Ist hier denn kein Postkasten in der Nähe? Wieso ist denn hier kein Postkasten in der Nähe? Gucken, kann ich hier irgendwo hinreiten? Das Gasthaus bei der Brücke. Wo ist denn das? Ach, ist das da bei Ding? Seit wann kann ich denn hier mit den blauen Transportern fahren überhaupt? Das ist ja cool. Und Gasthaus bei der Brücke ist ja dann, glaube ich, da bei Ed, oder? Aha, das ist ja interessant. Dann könnte ich, wenn ich da in der Nähe bin, auch hier schneller rüberkommen oder so. Das würde dann auch gehen. Ich gucke nur gerade, ob hier irgendwo ein Postkasten ist. Ist aber wohl keiner. Jetzt tue ich hier so lange rum, bis ich... wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Ist denn da vorne ein Postkasten beim Stall? Ich glaube, nein, oder? Ich habe Darky rausgeholt, jetzt mal hier für ein Rennen, damit wir auch wieder einmal ein einigermaßen schnelles Pferd haben, auch für ein Rennen. Da vorne ist auch noch ein... Ist hier keiner? Doch, hier ist doch einer, wusste ich es doch. Wir hatten nämlich noch einen Brief. So, und den wir angefangen hatten. Nee, wir waren fertig mit dem Brief. Dann, 5 Minuten, machen wir nochmal 2, oder? Emmy Yellowhand schreibt, habt ihr auf Video 6.1 was geschrieben, bitte lesen. Ja, ich habe das schon gelesen, liebe Emmy. Ich habe dir auch geantwortet, muss halt mal reingucken. Nikki Winterbridge schreibt, no test. Hallöchen, Packy, ich liebe deine Videos. Du hast einen klasse Humor. Bitte mach immer weiter so. Deine Nikki. Vielen Dank, liebe Nikki. Und ja, das mache ich natürlich. Ist sehr lieb. Immer schön nett sein. Wer schreibt da? Wer weiß nicht. Ach so, Lola. Avery, B-Web. Riesenfan. Hi, Packy. Bin gerade neu auf SSO, aber jetzt schon ein Riesenfan von dir. Deine Videos sind immer lustig. Happy Wheels bringt mich immer zum Lachen, auch wenn ich nicht gut drauf bin. Hab dich leider noch nie getroffen, aber wir haben ja noch Zeit. Hoffe, du antwortest. Liebe Grüße, Avery B-Web. PS, kannst du Ruth Zienert von mir grüßen? Ja, die Ruth, die sehe ich ab und zu. Liebe Ruth, viele Grüße von der Avery B-Web. So, jetzt machen wir nochmal weiter. Wir haben noch ein paar Minuten. Sunniva Underbell. Sunniva. Hey Peggy, du bist nicht nur cool, sondern auch kreativ. Du machst jeden Tag lollige Videos. Ich lache mich immer schlapp. Du bist der allerbeste YouTuber ever. Ich freue mich, dass ich dir den Brief schreiben darf. Scroll mal runter. Oh, erstmal vielen lieben Dank, liebe Sunniva. Wenn man so spricht. Ah, oh, ein Herzchen, Peggy. Oh. Das bedeutet Peggy. Ja, das weiß ich. Ah, das ist süß. Falls du Probleme hast, komm einfach zu mir. Hast du Probleme, Alter? Hey, brauchst du Probleme? Hey, komm her, wenn du Probleme brauchst. Nein, wenn du Probleme hast. Nein, ich habe keine Probleme. Probleme. Ich bin immer für dich da. Liebe Grüße, deine Sunny. Ah, es ist lieb. Dankeschön, Sunny. Das ist total süß von dir. Oh. Emmy Yellowhand, nicht privat. Ah, wenn es nicht privat ist, kannst du ja vorlesen. Hey, ich bin gestern total ausgeflippt, weil du meine Post gelesen hast. Herzchen Smiley. Du verwechselst bestimmt nicht mal für One Tag. Du wechselst bestimmt nicht mal für One Tag oder so auf den One Server, oder? Deswegen habe ich mich entschieden, zu dir zu wechseln. Da habe ich ein paar Fragen. Ah, wie süß. Das ist ja schön. Dann hallo, liebe Emmy, auf dem zweiten Server. One, was passiert, wenn ich wechsle? Naja, dann bist du auf dem anderen Server. Darf ich fragen, wie jung du bist? Ja, das darfst du.
3. Kannst du bitte mal auf dein Video 6-1 gucken? Ja, hab ich schon. Hab ich dir auch gerade vorhin schon gesagt. 4. Darf ich mit dir Rennen machen oder sowas? Klar darfst du das. 5. Wieso hast du dich für Pferdespiele entschieden? Weil sie lustig sind. Weil Pferdespiele super lustig ist. Und ich habe damals das angefangen, Pferdespiele zu spielen. Und dann habe ich, ihr habt ja die Abenteuer auf dem Reiterhof folgen mit der guten Sassi, die sind da dabei. Die sind die Spiele mit ihr. Und sie hat mir damals die ganzen Pferdespiele gegeben. Und deswegen habe ich die alle. Und das ging los mit Barbie. Mit Barbie ging alles los. Könnt ihr mal nachschauen auf meinem Kanal. Barbie Pferdeabenteuer. Ja, genau. Sie ist sozusagen schuld, dass ich Pferdespiele spiele. Vielen Dank nochmal dafür. Kannst du mir zurückschreiben? Kann ich, ja. Das war's. Ich liebe deine Stimme. Sie ist so sweet. Oh, dankeschön. Ich bin ein sehr großer Fan und würde mich freuen, einen YouTube-Star zu treffen. Weiß, was du jetzt denkst. Du bist für mich ein Star. Deine Emmy Yellowhand. Emmy, das ist ganz, 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 ganz süß. Vielen lieben Dank für den tollen Brief und ich glaube, ich habe alle deine Fragen beantwortet, oder? Ich glaube, ja. Guck mal, Lola schreibt schon wieder. Und wir machen jetzt erstmal das Championat. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Ich muss mir noch anmelden. Wir haben noch eine Minute oder zwei oder so. Nicht, dass ich es jetzt verpasse. Das wäre natürlich ein bisschen blöd. So. Oder muss ich hier aus der Gruppe rausgehen? Supp. Yep. Ab. Und dann hier mal anmelden. Okay. Yep. Ja, noch 2 Minuten haben wir noch. Das ist super, dann können wir hier noch ein bisschen gucken. Wenn noch hier alles so rumchillt, ne? Ach, ein Globe können wir auch schreiben. Können wir hier im Globe schreiben? Was geht denn hier ab? Wir gucken mal. Clara Pinkster, bla bla. Ja, hallo YouTube, Lara Mountainborn. Werde ich jetzt berühmt? Wieso? Wer macht hier YouTube-Videos? Ich will auch berühmt auf YouTube werden, Video werden. Ich will auch überlegen. Ich will auch YouTube. Mann. Das ist so awesome. Wer ist Peggy? Wer ist dieser Peggy? Wer ist dieser Perky? Ich weiß es nicht. Ist Perky etwas zu essen? Niemand weiß, ob Perky etwas zu essen ist. Oh. Kennt jemand Clara Pinkster? Wenn ja, schickt bitte Post oder Freundanfragen, denn ich heiße Clara Pinkster auf anderem Ack. Ich bin in den Frosties, wer will? Ich bin in den Rosies. Ich bin in den Fischies. Gott, man kann nicht mal Fischies schreiben. Was zur Hölle? Was soll der Scheiß, echt? Kackspiel. So, wenige Sekunden noch bis zum Jovik Championat. Ich mach dann mal, glaube ich, langsam den Chat zu, oder? Peggy, kennst du Tracy Ate a Bug? Ich glaube schon. Der Pony ist wie... Was geht hier ab? Ja, der Peggy, Rache ist süß. Ja, ja, der... Wieso Rache? Ich bin immer brav. Immer. Immer brav. Warte, deine Wettbewerbsgruppe wird erstellt. Ich warte doch. Oh Gott. Und? Guck mal, Myra ist in der Gruppe. Lol. Ich bin immer so schlecht in diesem Championat hier. Aber wir werden schon irgendwie... Zusammen werden wir das Kind schon über den Berg schmeißen, oder? Ups. Oh, warum ruckelt's denn jetzt ab? So. Na, Perky. So. Guck mal, die Gruppe. Viel Glück. Perky spenden. Niemand will eine kleine Spende da lassen. Ja, komm, wir spenden alle. Für bessere Witze. So. Jetzt geht's los. 17 Sekunden. Geht's los und Perky wird losen. Losen und losen, ja, werden wir schon sehen. Ah, das ist Kackrennen mit diesen komischen Typen da oben auf dem Feld, ne? Da gibt's doch irgendwelche Tricks, oder? Wie war das? Da gibt's doch irgendwelche Tricks, damit die einen nicht so erwischen, da die Säcke. Diese Kerls da mit ihren komischen Autos, oder? Ich glaube, da gab's irgendwelche Tricks. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es da irgendwelche Tricks gibt. Ich bin noch nicht sicher, welche Video diese Tricks funktioniert haben. Gott, warum ruckelt denn das so ab bei mir? Ist das bei euch auch so?
Oh Gott, das ist furchtbar gerade. Huah. Das ist ja echt unheimlich. Alter Schwede. Oh, was ist denn los hier? Ah, ich sehe ja gar nichts. Hallo? Was zur Höhle? Was ist mit meinem Spiel los? Geht's noch? Ich sehe ja gar nichts. Wie soll ich denn so gewinnen? Gott. Jetzt bin ich hängen geblieben. Schau, siehst du, das ist der Kack. Boah, ich sehe hier überhaupt nichts. Ist ja unmöglich, so kann man doch nicht spielen. So. Ah, ich glaube, ich schaff's hier aber ganz gut durch, oder? Ja, guck an. Es ist nur vor mir die Layla. Die müssen wir noch irgendwie einholen, aber ich glaube, das wird nichts mehr. Ich glaube, die ist schneller als ich. Oder? Ich glaube schon. Den guten Start gehabt. Layla Kingbrook hier. Die cheatet doch bestimmt. Ich wette, die cheatet. Layla, du cheatest doch. Layla. Entschuldigung. Layla, du cheatest. Nein, Quatsch. Sie cheatet nicht. Ist auch egal. Nur weil ich nicht Erster bin. Nein, sie soll es ruhig machen. Die reitet ja echt gut hier. Wir sehen es fehlerfrei. Sie bleibt nirgendwo hängen und so. Und bei mir ruckelt gerade hier alles irgendwie extrem ab. Ist ja ganz furchtbar. Ist das für euch zum Zugucken auch so? Ich kriege hier gerade total Augenkrebs. Ist echt so. Also ich denke mir, ich drehe gleich hier komplett irgendwie am Rad, weil das so rumzuppelt. Ist komisch. Die ganze Zeit war es gut. Und jetzt auf einmal hier ist das voll am Abspacken. Das ganze Spiel. Ugh. Was ist denn passiert, ey? Das hatte ich ja noch nie. Und das ist gerade am Champion, ne? Das ist dann natürlich auch wieder super praktisch. Dass es jetzt gerade hier zum Championat so voll abgehen muss. Aber ich glaube, das mit Layla einholen, das können wir vergessen. Layla. Die ist, glaube ich, über alle Berge. Es sei denn, es passiert, dass nochmal irgendwas Fatales und sie bleibt irgendwo richtig derbst hängen. Aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das wünsche ich ihr auch nicht. Sie hat jetzt so einen guten... Ach, guck mal, wie schnell sie ist. Das ist ja unheimlich. Sie hat jetzt so einen guten Vorsprung. Das würde ich jetzt auch nicht wünschen, dass sie jetzt noch irgendwo hängen bleibt. Die wird sich so ärgern. Das möchte ich nicht. Dann soll sie ruhig gewinnen. Sie hat sich den Sieg ja verdient, weil sie super schnell unterwegs war. Hat sie richtig klasse gemacht. Hat sie richtig klasse gecheatet. Ne? Sollen wir sie gleich mal ein bisschen flamen, warum sie so ein Cheater ist. Ja, gleich mal ein bisschen flamen. Komm, ärgern sie mal. Gruppe. Oh, Layla, voll... Voll gecheatet. Mal schauen, was sie sagt. Nein, gar nicht. Jetzt schreibt sie überhaupt nichts, oder? Ich glaube, sie schreibt gar nichts. Nee, okay, ist egal. Nein, natürlich hat sie nicht gecheatet. Alles gut. Das war einfach nur voll der Fail. Ja, ja. So ist das. Second Platz hier. Und Glückwunsch an die Layla. Hat sie wirklich richtig gut gemacht. Die war richtig sauschnell. Muss schon sagen. Extrem. Was ist das hier vorbei? Seht ihr das mal? Richtig krass hier, die Layla. Voll abgegangen. Layla. Genau, und wir machen dann weiter mit Post, würde ich sagen. Also, bis zur nächsten Episode. In der weiter Postfolge. Denn das war jetzt ja so ein bisschen was dazwischen. Bis gleich. Tschüss.